Mein Herz zweifelte in diesem Moment. Meine Zeit, die stillstehen sollte, begann zu ticken. Auch wenn es nun so sein sollte, bald würde es wieder enden. Wunden. Je tiefer sie reichen, desto länger brauchen sie auch, um wieder zu verheilen. Aber wenn jemand sich schon lange aufgegeben hatte, gab es dann überhaupt eine Chance auf Genesung? Dann, was würde aus jemandem wie mir, der 22 Jahre gelebt hatte, werden? Das Husten des Mädchens wurde heftiger. Hey, bist du okay? Kurz vor dem Sonnenuntergang. Ich streckte meine Hand in Richtung Beifahrersitz und streichelte ihren Rücken. Es waren nun weitere 2 Tage vergangen. Die Medizin, die kaum angeschlagen hatte, ging zur Neige. Aber es war immer noch besser als nichts zu tun. Als ich daran dachte, griff ich nach dem Autoschlüssel und wollte mich auf den Weg zur nächsten Apotheke machen. Und gerade als ich den Motor starten wollte, ist schon okay, wurde ich von einer kraftlosen Stimme gestoppt. Aber wenn es so weitergeht, dann... Das macht nichts. Sie können mir eh nicht mehr helfen. Das mag sein, aber trotzdem... Es war wahrscheinlich genauso, wie sie sagte. Und selbst ich glaubte nicht daran, dass sie mir Medikamente helfen würden. Aber trotzdem war es für mich unglaublich schmerzvoll, hier zu sitzen und nichts unternehmen zu können. Dann lass uns woanders hinfahren. Woanders? Ja, irgendwo hin, wo es nicht so einsam ist. Okay, dann lass uns unser neues Ziel festlegen. Ach komm schon, es ist egal wohin, also bitte sei mein Navigator. Ich sprach in einer solch freundlichen Stimme, dass ich sogar selber erschrocken war. Als ich das Profil des Mädchens ansah, sprach ich aufmunternd weiter, alleine. Auch wenn ich wusste, dass es sinnlos war. Es waren nun schon 3 Tage, in denen sie keine Medikamente mehr genommen hatte. Ach komm schon, es muss doch noch einen Ort geben, oder? Nicht wirklich. Hey, ich weiß. Du magst doch Autos, oder? Wollen wir noch einmal auf die Autobahn fahren? Nicht wirklich. Und was ist mit neuen Klamotten? Du willst doch bestimmt ein paar neue haben, richtig? Nicht wirklich. Nicht wirklich, du... Und wieder blickte das Mädchen aus dem Fenster. Sie schaute nicht auf die Narzissi direkt vor ihr, sondern an einen weit entfernten Ort. Das schmollende, verlegene Gesicht, das sie mir von Zeit zu Zeit zeigte. Ich würde es wohl nie wiedersehen. Was soll das immer? Du mit deinem nicht wirklich. Wäre es nicht toll, wenn du mal etwas direkter wärst? Bevor ich es bemerkte, erhob ich meine Stimme. Aus irgendeinem Grund war ich traurig. Eigentlich sollte nichts mehr real sein, aber trotzdem tat es weh. Der Innenraum des Autos war vollkommen still. Außerhalb des Fensters die Blumen des Januars, Narzissus. In der Dunkelheit, kurz bevor die Sonne aufging, schwankten sie im Wind. Und dort war sie, starrte an einen entfernten Ort, viel weiter weg als diese Blumen. Nur das entfernte Rauschen der Wellen war zu hören. Es ist nicht so leicht, direkt zu sein. Hä? In dem dunklen Auto. Auf einmal erklang ihre Stimme. Es ist vielleicht leicht, nach etwas zu eifern, streben und zu verlangen. Wenn du daran glauben kannst, dass du eines Tages belohnt wirst. Aber was soll ich tun, wenn es nie dazu kommt? Soll ich dann sagen, oh,
das war nicht möglich. Und darüber lachen? So stark bin ich nicht. Die Augen des Mädchens, die immer in die Ferne starrten, waren nun genau auf mein Gesicht gerichtet. Das Einzige, was ich tun konnte, war von Anfang an aufzugeben, keine Wünsche zu haben, zu sagen, natürlich war es nicht möglich, mich mit kalten Augen betrachten. Mehr kann ich nicht. Du. Das Mädchen weinte. Zum ersten Mal. Auch wenn sie normalerweise keinerlei Emotionen zeigte, zitterten ihre kleinen Schultern und die Tränen bildeten Flüsse. Was wäre gewesen, wenn zu dieser Zeit mein Bestes gegeben hätte? Für mich gibt es nichts anderes als diese Ausrede. Weil ich von Anfang an wusste, dass es unmöglich war. Kannst du mir nicht zumindest diese Ausrede lassen? Ich schaute durch die Windschutzscheibe zum dunklen Nachthimmel. Nur der Mond war zu sehen. Das gelegentliche Rauschen der Wellen, das Schluchzen des Mädchens. Sie fühlte sich wahrscheinlich in der gleichen Rolle wie Echo. Nur fähig, dieselben Worte immer und immer wieder zu sagen. Alleine konnte sie weder sprechen, hoffen, noch sehen. Nichts tun. Nur aufgeben. Also, bei den 7. Stock und ihr Zuhause abzulehnen. Vielleicht ihr erster und letzter Akt der Rebellion. Kapitel 8 Shirai Shibao. Die klare See des Januars. Ein eiskalter Wind, der bis auf die Knochen ging. Das gelegentliche Rascheln der Kiefern im Wind, der beruhigende Klang des Meeres. Mehr haben wir leider nicht. Ich reichte ihr das Handtuch mit dem Aufdruck Shirai Shibao Unternehmen. Das Handtuch, das wir vorher benutzt hatten, um uns zu waschen. Nun mach nicht so ein Gesicht. Na gut. Etwas enttäuscht nahm sie das Handtuch an. Das Mädchen sagte plötzlich, dass sie ihren Badeanzug haben wollte. Was wollte ich daher tun? Sie wollte jetzt und hier einen haben und außerdem auch noch einen Bikini. Ich tat, was ich konnte, durchsuchte die Kleidung im Auto und das Einzige, was ich finden konnte, war ein weißes Handtuch. Nachdem ich eine Weile gewartet hatte, in dem Rock, den sie so mochte, das Tuch um ihre Brust gewickelt. Und? Naja, auch wenn du mich das jetzt so fragst, sieht das nicht komisch aus? Das könnte schon sein. Ah. Es ist alles in Ordnung. Du siehst überhaupt nicht merkwürdig aus. Ja, okay. Und dann begann sie langsam in Richtung des Ufers zu laufen. Die Wellen liefen den Strand hinauf und zogen sich wieder zurück. Ihr langes Haar wehte im Wind. Und vom Himmel, um uns den Todesstoß zu versetzen, fielen die ersten Schneeflocken. Und genau in dieser Szene hielt das Mädchen beide Schuhe in ihren Händen. Sie ging barfuß am Rande des Meeres entlang, glücklich, als würde sie mit jedem Schritt fliegen. Hey, sieht das so richtig aus? Ja, ich denke schon. In der kalten Winterluft färbte sich unser Atem weiß. Danach nahm ich die Kamera in meine Hand, die ich zuvor aus dem Auto geholt hatte. Diese billig aussehende Einwegkamera. Ein Bild war noch übrig. Okay, ich werde ein paar Fotos von dir machen. Ich bin sicher, so wird es noch mehr danach aussehen. Während ich sprach, machte ich die Kamera bereit. Komm schon, sei nicht so schüchtern, okay? Okay. Am Rande des Strandes. Das Mädchen im Suche.
vielleicht war sie etwas nervös oder verlegen. Ihr Gesichtsausdruck war noch unlesbarer als zuvor. Kannst du mir keine bessere Pose geben? Aber. Kein Aber. Kein Model würde so stocksteif dastehen wie du. Okay. Auch wenn sie etwas verlegen schien, versuchte sie dennoch ihr Bestes. Schüchtern stützte sie eine Hand auf ihre Hüfte, während die andere weit ausgestreckt in Richtung Himmel zeigte. Zum klaren Winterhimmel. Als ob sie etwas greifen wollte. Als ob sie irgendetwas erreichen wollte. Direkt dem Himmel entgegen, mit dem smaragdfarbenen Meer im Hintergrund. Okay, eine letzte Sache noch. Ja? Lächle. Hm? Lächle. Für mich. Satsumi. Was soll das jetzt? Du bist der Jüngere von uns beiden. Und als sie dies sagte, lächelte sie für mich zum ersten Mal. Dieses Mädchen, mit dem Rock, den sie so mochte, und einem weißen Bikini, lächelte für das letzte Foto der Einwegkamera. Lächelte mit einem smaragdgrünen Meer im Hintergrund. Es war, als würde mich ein Bikini-Modell anlächeln. Super! Wie wäre es jetzt mit ein bisschen mehr Bewegung? Hm? Glücklich, als ob es ihr Freude bereitete, sprang sie durch das Wasser. Und auch wenn die Kamera bereits voll war, drückte ich den Auslöser. Wieder und wieder. Oh, so langsam scheinst du daran Gefallen zu finden, was? Nein, das ist es nicht. Fröhlich sprachen wir vor uns hin, doch der Schneefall wurde immer stärker, als ob er uns behindern wollte. Und inmitten dieser Szene, durch den Bildsucher einer Kamera, ohne verbleibende Fotos, sah ich ihr Lächeln. Und selbst als ihr zerbrechlicher Körper vom starken Wind umgeworfen wurde, zeigte sie mir erneut ihr Lächeln. Man hörte das rhythmische Brechen der Wellen. Also dann... Hm? Ist es schon soweit? Ja. Mit dieser Antwort ging das Mädchen erneut auf das Wasser zu. Genau wie zuvor. Oh, richtig, dein Führerschein. Schon okay, behalt ihn einfach als eine Art Andenken. Ja, okay. Nachdem sie nickte, packte sie den Schein in ihre Tasche. Es war der Führerschein, den ich ihr damals gegeben hatte. Der Schein, der eigentlich gar nicht mehr zum Einsatz kommen sollte. Und dann nahm das Mädchen ihr ID-Armband ab und hielt es mir entgegen. Willst du mir das etwas schenken? Ja, will ich. Hm, dann werde ich das als Andenken behalten. Ich steckte ihr Armband in meine Tasche, so wie sie es zuvor mit meinem Führerschein getan hatte. Und wieder begann das Mädchen zum Meer zu laufen. Ihren Rücken betrachtend, sprach ich sie ein letztes Mal an. Hey, kann ich dir eine letzte Frage stellen? Ja? Möchtest du von mir aufgehalten werden? Oder willst du, dass ich dich in den Ozean stoße? Als die Wellen ihre Beine umspülten, hielt sie an. Ihr Rücken war noch immer zu mir gerichtet. Der starke Wind ließ ihr das Wasser um den Körper. Und dann drehte sie sich schlussendlich doch noch zu mir um. Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Nachdem sie dies gesagt hatte, konnte ich ein letztes Mal ihr Lächeln sehen. Selbst als die Wellen gegen sie schlugen, selbst als ihre Teile in die Wangen herunterliefen,
lächelte sie für mich. Beim letzten Mal machte sie an diesem Punkt Halt. Aber dieses Mal sollte es nicht so sein. Deswegen dachte ich, ihre Antwort zu kennen. Also dann, leb wohl. Und so ging unsere 960 Kilometer lange Reise schließlich zu Ende. Für mich waren es 15 Tage, für sie ihr ganzes Leben. Weder der siebte Stock noch zu Hause. Aus ihrem eigenen Willen hatte sie beide Orte gemieden. Sie war eine von 35.000 Menschen, die im Jahre 2005 Selbstmord begingen. Blutgruppe 0. Name Setsumi. Alter 22. Geschlecht weiblich. Farbe des ID-Armbandes weiß. Das war alles, was von ihr übrig geblieben ist. Aber ich wusste es besser. Eigentlich mochte sie Bikinis, wusste mehr über die Infrastruktur als die meisten anderen Leute, liebte Autos über alles und hatte sogar einen eigenen Führerschein. Sie war meistens emotionslos und würde niemals in dein Gesicht schauen. Und mit dem smaragdgrünen Meer im Hintergrund, so als ob sie tanzen würde, lächelte sie für mich, wie ein Model. Und trotzdem gab es nur eine Erinnerung an ihr Lachen, eingefangen von einer billigen Einwegkamera. Aber dennoch, auch wenn es nur ein Foto war, es war der Beweis, dass wir gelebt haben.